Was ist das denn für ein Typ? Wer sind Sie? Mein Name ist Arash und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser, der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin. Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Wir können das alles sprengen, aber was wird aus ihm? Was machen wir mit einem zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie's. Sein Tod hilft weder Ihnen noch meiner Mission. Bleiben Sie zurück. Er wird mir helfen. Das war ein Befehl. Das ist meine Sache. Erzählen Sie mir... Jack! Nicht so. Verschwinden Sie von hier, los! Ich wusste, ich keine gute Tat war. Nichts hier ist das wert. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Alter, hat die eine große... Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Zelle wollte ich sagen. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. So, wo können wir jetzt mit ihr reden? Am Fenster? Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien. Hat aber nie was geholfen. So, wo jetzt? Am Waschbecken vielleicht noch? Nee. Oh, schade. Ich will noch am Waschbecken reden. Ah, altes, verschmiertes Blut. Da kann man noch mit Jack reden. Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Und sie kann es nicht. Oh, sie kann doch. Wow. Alter. Wo soll ich gleich den ganzen Planeten in die Luft sprengen? Yahoo. Hätten wir die Mission auch geschafft. Ist ja cool, Mann. Wer weiß schon, was da draußen in der Galaxie alles wartet. Erkunden Sie und finden Sie es heraus. Okay. Aufgenommen, dann sind wir wieder in der Normandy. So, was müssen wir jetzt machen? Commander, Jack und Miranda haben gerade eine Meinungsverschiedenheit. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Voll der Bug. Machen Sie Fotos. Wenn Sie mich anfassen, verteile ich Sie auf der Wand, Schlampe. Es reicht. Schluss jetzt, alle beide. Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus Experimente an mir falsch waren. Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht sollte ich es Ihnen mal zeigen.
Was nehmen wir denn jetzt? Gehen wir auf Jacks Seite oder auf Mirandas? Ich wäre ja für Mirandas. Als Sie zugestimmt haben, für mich zu arbeiten, sind Sie damit auch Teil einer Cerberus-Mission geworden. Sie sind alle beide Arschlöcher. Ich soll für Sie kämpfen? Also schön. Wenn Sie mehr wollen, machen Sie es selber. Ja. Danke. Tut mir leid. Hoffentlich macht sie uns nicht mehr Ärger, als sie wert ist. Yay. Jetzt frage ich mich, ob wir... Jo, jetzt ist mein Poster abgefallen. Okay. ja. Gut. Ich habe noch knapp 7 Minuten Zeit. Was machen wir denn? Es lohnt sich jetzt nicht, auf einen neuen Planeten zu gehen, glaube ich. Wir müssen jetzt wartet mal. Wir müssen... Oh, Gruppe. Ach, ich kann wieder ein paar Punkte. Wo machen wir es denn? Disruptor-Munition? Machen wir Kampfmeisterschaft. Was? Cool, das hat Vorbild aufgepuncht. Guck. Jetzt. Bling. Aber auch ein bisschen abtrünnig. Okay. Codex. Braucht wenig. Ey. Tagebuch. Oh, Thane auch noch. Alle wollen sowas von mir. Ja, was machen wir denn als nächstes? Morden kommt, okay. Reden Sie mit Morden. Wo ist denn der nochmal? Der ist ja in einer Dingsanstalt. In einem Wissenschaftslaboren. Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ist ja cool. Zutaten finden. Ist ja witzig. Wahrscheinlich haben wir jetzt andere Zutaten. Zitate. Das mag ich natürlich nicht. Nee. Vielleicht mache ich es mir immer privat für mich, aber mehr will ich dann auch nicht. So. Jetzt haben wir noch knapp 4 Minuten. Oh Gott. Reden wir nochmal mit Morden. Was war da gerade? Lebenshaltung. Nö. Okay, mach ich nie wieder. Gut. Morden wollen wir. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Was denn schon wieder? Habe sowieso nichts drauf, oder? Sie sind zu klein. Von Morden. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für ein... Was? Hä? Was zum... Okay. Das ignorieren wir mal. Dann auch mal zu Morden. Morden Salus. Salut. Umgeben muss man. Können auch ein bisschen was
Na dann kaufen wir uns das mal. Oh, die beiden könnte ich mir kaufen. Tue ich das denn auch? Ja. Also ich, was? Wo ist jetzt der andere hin? Ich wollte mich doch verarschen. Na gut, dann soll es auch gewesen sein. Morden, was ist los? Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Wissen Sie, was die Genophage ist? Was war denn da nochmal? Genophage, warte mal. Warum geben Sie mir nicht einen Überblick? Ich würde gern Ihre Version hören. Vor 1000 Jahren bedrohte der Aufstand der Kroganer die Stabilität der Galaxie. Drastische Maßnahmen waren vonnöten. Es gab nur einen Weg, sie aufzuhalten. Die Salarianer entwickelten ein Virus zur Bevölkerungskontrolle. Die Turianer haben es freigesetzt. Sie nannten es Genophage. Nur eine von 1000 Geburten bei den Kroganern ist erfolgreich. Danke, dass Sie mir auf die Sprünge geholfen haben. Was müssen Sie mir sagen? All das ist Allgemeinwissen. Aber ich weiß mehr. Streng geheim. Es darf dieses Labor nicht verlassen. Die letzten Kroganer-Generationen weisen Zeichen von Anpassung auf. Genophage verliert an Effektivität. Klingt, als gäb's was zu feiern. Die Kroganer haben die Chance, sich endlich von dem zu erholen, was ihnen angetan wurde. Nein, Kroganer zu kriegerisch. Kultur verloren. Bevölkerungswachstum würde jetzt zu mehr Aggression und mehr Krieg führen. War Leiter eines Teams, erstellte neue Version der Genophage. Setzte sie auf Tuchanka und anderen Kolonien frei. Kroganer-Population wurde wieder stabilisiert. Sie wollten bestimmt keine Geschichtsstunde abhalten. Was ist los? Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Erdnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Gut. Dann müssen wir nach Tuchanka. Okay. Kein Problem. Ich glaube, ich rede nochmal mit Miranda. Warum nicht? Ups. Also. Wieder ewig lange Ladesequenzen. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich stelle nur gerade einen Einsatzbericht fertig. Ich bin beeindruckt, Shepard. Bis jetzt ist alles außergewöhnlich gut verlaufen. Das ist eine der besten Cerberus-Operationen, an denen ich je beteiligt war. Sie sind Cerberus gegenüber offensichtlich loyal. Wie kam der Kontakt zustande? Sie haben es sich wohl verdient, das zu erfahren. Wissen Sie noch, wie ich sagte, ich sei genetisch verändert? Nun, ich habe mir das nicht ausgesucht. Mein Vater hat mich erschaffen. Er ist ein sehr einflussreicher Mann und sehr bestimmend. Er wollte keine Tochter. Er wollte eine Dynastie. Ich bin weggelaufen, sobald ich alt und mutig genug war. Ich ging zu Cerberus, weil ich wusste, dass sie mich beschützen konnten. Ich nehme an, Cerberus ist mit ihren verbesserten Fähigkeiten durchaus einverstanden. Natürlich. Cerberus ist mit allem einverstanden, was der Sache der Menschheit dienlich sein kann. Einschließlich genetischer Veränderungen. Aber anders als mein Vater mit seinen egoistischen Beweggründen, glauben Cerberus und der Unbekannte an ein höheres Ziel. Sie haben einen erweiterten Horizont.
Und ich habe das Gefühl, hier einen Zweck zu erfüllen. Sie reden über sich selbst, als wären Sie nur ein Werkzeug, das benutzt werden kann. Von Ihrem Vater, von Cerberus. Möglich. Ich habe gern einen festen Platz in der Welt. Dadurch kann ich eher einen Sinn in der Art und Weise meiner Entstehung erkennen. Sie sind, wer Sie sind, Miranda. Dafür müssen Sie keine Rechtfertigung finden. Sie haben leicht reden. Wir wurden beide geschaffen, um Größe zu erlangen, Shepard. Der Unterschied ist nur, dass Sie schon Größe hatten, bevor wir Sie zusammengesetzt haben. Und ich habe Sie dadurch erlangt. Ihr Wille und Ihre Persönlichkeit machen Ihre Größe aus. Und so ist das auch bei allen anderen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen glaube, aber danke, dass Sie das gesagt haben. Danke für Ihre Zeit, Miranda. Wir reden später weiter. Jederzeit, Commander. So, das hat doch mal geholfen. Ja, Leute, und hier beende ich dann auch mal jetzt den Part. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn ich Mordens Mission starte. Vor diesem SR2-Logo bleibe ich stehen. Ich habe halt geguckt, das ist ganz gespannt an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.